Liebe Eiderbichlerinnen, liebe Eiderbichler, wir befinden uns hier im Gut Eiderbichl Affenrefugium in Gänserndorf. Das ist das Gelände, wenn Sie sich erinnern können, des ehemaligen Safariparks in Gänserndorf. Unser Teil dieses Safariparks umfasst insgesamt 15 Hektar, der mittlerweile jetzt eingezäunt wurde und wo wir die Außenanlagen nicht nur planen, sondern bereits begonnen haben zu bauen. Wie Sie im Hintergrund sehen können, haben wir begonnen, die Gehege zu errichten und bei der Planung. Die Planungszeit war immerhin über ein Jahr, denn das Wichtigste bei den Schimpansen ist die Sicherheit. Die Sicherheit, dass sie nicht rauskommen und auch die Sicherheit für die Menschen. Denn wenn Schimpansen rauskommen würden, wäre das für die Menschen sicherlich tödlich. Wir haben jetzt ein System entwickelt, das aus unserer Sicht hundertprozentig ausbruchssicher ist. Die Gehege werden sehr großzügig angelegt und wir versuchen hier den Schimpansen ein artgerechtes Leben und ein artgerechtes Außengehege erstellen zu können. Die Bauzeit wird circa ein halbes Jahr betragen. Es gibt hier zwei unterschiedliche Schimpansenhäuser. Einmal das Schimpansenhaus A, in dem sich mehrere einzelne Gruppen befinden. Und hier stehen wir vor dem Affenhaus B, in dem sich die infizierten Schimpansen befinden. In dem Bereich im Affenhaus B bekommen die Schimpansen ein Gehege, das in sich geschlossen ist. Das heißt, auch oben ist es geschlossen mit einem Netz. Das werden wir dann in dem nächsten Beitrag, ich hoffe, in einigen Wochen schon sehen können. Und im Affenhaus A werden große Wände errichtet, Betonwände mit 4,60 Meter Höhe und einem Übersteigbügel, damit die Schimpansen nicht diesen Bereich überklettern können. Von außen kann man dann die Gehege einsehen mit Glasfenstern. Und der Innenbereich, die Gestaltung wird so sein, dass die Schimpansen hier ein artgerechtes Leben leben können. Während den Bautätigkeiten haben wir natürlich immer Beobachter. Das sind unsere Schimpansen. Die finden das ganz spannend, was jetzt in dem Außenbereich so passiert. Und wir freuen uns. Wir freuen uns wirklich, hier den Schimpansen endlich dieses Außengehege errichten zu können. Wir versuchen, die Arbeiten so schnell wie möglich fertigstellen zu können. Denn wir möchten unseren Schimpansen wirklich so schnell als möglich die Natur, das Licht, die Luft zurückgeben, dass sie jetzt Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr spüren durften.